Hattest du schon einmal ein positives, angespanntes Gefühl, so nach dem Motto, geil, jetzt passiert dieses und jenes und Vorfreude und toll, oh super. Also wenn ich meinen kleinen Sohnemann anschaue, wenn der sich auf irgendwas freut, beispielsweise ist der gerade jetzt bei der Oma auf Besuch und wie der sich darauf gefreut hat, zur Oma zu fahren, das ist einfach schön. Und super, und dann machen wir dies und jenes und ja, seine Cousine, sein Cousin sind dabei und einfach nur die pure Vorfreude, also so eine positive Aufregung. Jetzt pass auf. Was passiert, wenn du Angst hast? Was passiert, wenn du so einen richtigen Schrecken bekommst? Was passiert da? Meistens machst du dann Folgendes, dann kriegst du einen Schreck. Und dann hast du Angst. Was passiert bei der Angst? Im Kern passiert das Gleiche wie bei meinem Sohn, wenn er positiv aufgeregt ist. Aber eigentlich bist du innerlich hippelig, du bist motorisch unruhig. Du merkst, da passiert irgendetwas am Status quo, was sich verändert mit einem Unterschied. Bei Angst oder bei Stress vergisst du häufig zu atmen. Ist schon mal aufgefallen? Also wenn du irgendwie einen Schrecken bekommst, wenn du dir Sorgen machst um irgendwas, dann wird der Atem flach. Und jetzt passiert was Fieses in deinem Körper. Sobald der Körper bemerkt, da kriegt er nicht Sauerstoff, der macht so eine Art Todstellreflex. Also wie wenn da jetzt irgendwie wirklich der Tiger aus dem Gebüsch kommt. Stille, aufhören zu atmen. Dann kommst du ganz häufig in so eine Art Panikspirale rein oder so eine Stressspirale, die alles irgendwie noch schlimmer macht. Und jetzt ist der Trick der, manchmal im Leben, wenn wir Angst haben, dann können wir diese Angst in eine positive Aufregung verwandeln, einfach nur indem wir normal atmen. Also du hast eine Angst, ja, also in einem anderen Setting würde man sagen, das ist keine Angst, das ist Aufregung, das ist eine Art positive Anstrengung, der du dich gerade begibst. Das ist wie, wenn du mit der Achterbahn fährst. Schon mal mit der Achterbahn gefahren, kennst du das? Also am Anfang, du gehst da hoch, zack, 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 und natürlich hat man in dem Moment Schiss, ja, und dann schreien ganz viele ihre Panik raus. Das Problem, die richtige Angst, das haben die, die das Atmen vergessen, die und die in so eine Art Panikspirale reinkommen. Also, probier mal Folgendes. Wann hast du das letzte Mal Angst gehabt? Und wovor hast du Angst gehabt? Und dann mach doch mal Folgendes. Dann versuch das nächste Mal, wenn du richtig Schiss hast, einfach mal ans Atmen zu denken. Ja? Und dann wirst du feststellen, dass vieles von dieser Angst, die du gerade hast, einfach nur verschwindet und sich in so eine positive Aufregung verändert und verwandelt. Und vielleicht wirst du auf diese Art und Weise im Leben viel weniger Angst haben und dich viel öfter freuen, wie das mein kleiner Sohn tut, wenn er zur Oma auf Besuch geht. Ne? So in diesem Sinne, ich wünsche es dir.